Wir sind wieder zurück bei Fallout 3 und wenn ich jetzt gleich die Escape-Taste drücke, kriegen wir aufs Maul. So viel steht fest und ich mache mich einfach mal kampfbereit. Ihr seht im Hintergrund hier schon die junge Lady, die uns auf die Fresse hauen will. Und ich weiß das aber zu verhindern. Ich bin vorbereitet. Ja, ich bin ausnahmsweise mal vorbereitet und ich muss so, das iPad noch ausmachen. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal Escape und dann gibt's auf die Fresse. Und ich möchte wetten, die Alte verliert gleich ihren Kopf. Hi! Hey! Aufhören! Gut, nicht nur den Kopf, auch die Arme und die Füße ist sie los. Sonderbares Fleisch. Aha. Bringt aber auch nur TP5. Also was ist da drin jetzt bitte sonderbar? Vielleicht ist es Fleisch, das man gesondert ablegen muss. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Einen Holzhammer hat die gute Dame dabei. Den nehmen wir mal mit. Ich glaube nämlich, einen Holzhammer können wir... Hey! Piss dich! Alter. Hi! Boah, das ist so krass, diese Kampfflinte, ne? Die haut so derbst rein. Die hat auch, oh, die haben auch sonderbares Fleisch dabei. Sehr gut. Eine Lederrüstung und noch mehr Jagdflinten. Flinten? Flint Eastwood, kennt er ja schon. Ich kann noch kurz mein Mikrofon ein bisschen drehen. So, so muss das jetzt aber passen. Wir schleichen jetzt mal gerade hier die Treppe runter und da haben wir noch ein Pleirohr. Ein bisschen Kaliberschuss, das ist gut. Noch mehr Fleisch, geil, Fleisch. Jagdflinte und noch mehr Lederrüstungen. Okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Pass mal auf. Kleidung. Gut, da können wir nicht viel dran ändern. Jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen. Ich würde ja schon fast den Raketenwerfer wegschmeißen, aber dann steinigt ihr mich wahrscheinlich. Die 10mm Pistole ist zu viel wert, als dass wir sie einfach hier zurücklassen können. Gut, die abgesägte Schrotflinte ist fast im Arsch. Also, sie ist im Eimer. Also, kaputt. Im Arsch wäre vielleicht nicht so geil. Wir hätten vielleicht den Megaton... Wir haben doch ein Megatonnenhaus, oder? Haben wir eine Megatonnenwohnung? Ich glaube schon. Da hätten wir vielleicht in irgendeine Kiste mal hier ein bisschen Stuff reinpacken sollen. So haben wir jetzt natürlich eine Menge Scheiße dabei und keinen Platz mehr im Inventar. Das ist natürlich... Boah, wir müssen 9 Plätze frei kriegen irgendwie. Wie sieht's... Oh, TP-mäßig sieht's gar nicht so gut aus gerade. Warte mal. Dann futtern wir einfach mal das sonderbare Fleisch. Und zwar 9 Stück. Machen wir mal so, pass auf. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, pass auf. Jetzt gehen wir zurück nach Megaton, weil jetzt können wir ja wieder reisen. Hier, zack. Und dann gehen wir zu uns in die Bude, packen da ein paar Sachen rein, die wir eh nicht benutzen. Und dann haben wir wieder Platz im Inventar und können die Typen noch leerräumen, können die Lederrüstung mitnehmen und so weiter und so fort. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Ich... 22 Kronkorken, ja, die nehme ich natürlich gerne. Wenn es Ihnen so viel bedeutet, nehme ich es an. Was für ein Beispiel für uns alle. Ja! Vielen Dank auch. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die lokale Karte gucken. Pass auf, lokale Karte. Wo befindet sich diese? Hier befindet sich diese lokale Karte. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo befindet sich denn unsere Bude? Craterside Lagerraum, Wasseraufbereitungsanlage, Lucas Sims Haus. Das gibt's gleich zweimal, der ist so cool drauf. Hier, mein Megatonhaus. So, hier setzen wir mal eine Markierung, ganz langsam. Hin und dann würde ich sagen, hallo. Laufen wir hier oben lang. So. Und das müsste dann diese Bude hier sein, oder? Mein Megatonhaus. Yeah. Schönen guten Tag. What's worth? Guten Morgen. Was darf es denn sein? Wo kann ich mir Artikel für mein Haus kaufen? Ich hätte gern etwas zu trinken. Ich hätte gern einen Haarschnitt. Erzähl mir doch mal einen Witz. Hm? Zwei Kannibalen essen einen Clown. Der eine nimmt einen Bissen und fragt, schmeckt der nicht komisch? Das ist der absolute Wahnsinn. Hast du noch einen? Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Nö. Arsch. Ich werde gewissenhaft aufräumen. Und lad deine Humorschaltkreise auf, sonst gibt's aufs Maul. So, pass auf. Ach ja, hier die Wackelpuppen, guck mal. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch sammeln. Und hier können wir doch bestimmt, wenn wir jetzt hier was in den Spind legen, müsste das doch eigentlich da bleiben, oder? Weil dafür ist dieser Spind ja wahrscheinlich gedacht. Hoffe ich doch einfach mal. So, dann können wir zum Beispiel das Heckenschützengewehr reintun. Wir können dort zum Beispiel... den Raketenwerfer reintun. Wir können dort zum Beispiel ein paar Splittergranaten reintun, die wir sowieso nicht alle brauchen.
Genauso wie die Splitterminen. Da hauen wir mal 16 Stück von rein, weil, wie gesagt, die brauchen wir sowieso nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Da könnten wir auch theoretisch das Bleirohr noch reinpacken. Einfach alles, was wir haben und nicht brauchen. Den Flammenwerfer zum Beispiel auch. Das benutzen wir sowieso nie. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Inventarplatz. Das ist sehr schön. Tschüss dann, ne, lieber Wadsworth. So. Und dann gehen wir zurück auf die Karte, auf die Weltkarte und gehen wieder zur Metro Station Farragut West, wo wir auch gleich übrigens reingehen werden. Aber jetzt erstmal wird noch gelootet, wie zum Beispiel diesen jungen Mann hier. Gut, die Jagdflinte. Gut, wir könnten sie einfach mal mitnehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, reisen dann wieder nach Megaton, verkaufen den ganzen Stuff und sind die reichsten Männer der Welt. Oder so ähnlich. Waffen. So, pass auf, Jagdflinte. Ach du Scheiße, können wir gar nicht reparieren. Ah, hier doch. Hier können wir reparieren. Sehr gut. Okay, haben wir jetzt zwei Stück im Wert von 88. Eine können wir davon vertickhorn. Und halt eben jene Lederrüstung. Kurz schauen. Die hat, okay, unsere hat 14 und die hat 13. Können wir aber trotzdem verticken, wie gesagt. Machen wir auch mal gerade schnell. Oder haben wir genug Platz? Ah, wir haben eigentlich noch genug Platz im Inventar. Brauchen jetzt nicht nochmal extra zurücklaufen. Außer wir holen uns noch Stimpaks. Nee, wir haben genug Meierlöckfleisch dabei, das passt. Ich guck gerade aber nochmal, dass wir vielleicht die Fleisch hier noch essen schnell. Dann speichern wir eben kurz. Und dann geht's hier so richtig ab. So. Wir sind in den Farragut Metro Stations und ja. Sieht wieder sehr einladend aus hier unten. So, Waffe zücken. Und dann mal schauen, was es hier unten so gibt. Das sieht schon mal... Oh, ein Roboter. Sicherheitssystem sehr leicht. Auf einige Terminals können Sie nur mit einem Passwort zugreifen. Ist die Fertigkeit Wissenschaft bei Ihnen stark genug ausgeprägt, können Sie versuchen, sich ins Terminal zu hacken. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, erhalten Sie Zugriff auf das Terminal. Geben Sie die falschen Daten ein, wird Ihnen angezeigt, wie viele Ihrer Buchstaben im Passwort an der richtigen Stelle sind, stehen. Sie haben 4 Versuche, um das Passwort zu erraten. Wenn Sie scheitern, wird das Terminal gesperrt, bis Sie das Passwort erhalten. Der Hackvorgang kann jederzeit abgebrochen und neu gestartet werden. Okay. Terminal Start Abfrage. RIT V300, Dateischutzbesitzer überprüfen Konten. F anhalten, neu starten. Robocop Industries. Juhu! Wartungsmodus. Debug ausführen. Konten F. Warum lese ich euch das überhaupt vor? Ich weiß nicht. Alter. Soll ich das Passwort erraten? Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn das? Keine Ahnung. Ist das irgendein Rätsel? Scene? Farms, Varus walks, saddle, sells, false taken, jolly, favor, cash. Ich, keine Ahnung. Ich kann ja mal irgendwas eingeben, wie zum Beispiel, soll ich da irgendwas, warte mal. Kein Zugang. Ach, ich muss das über diese Konsole hier machen. Okay. Ich glaube aber, wir warten da besser, bis wir das Passwort vielleicht gefunden haben oder sowas, weil ich habe relativ wenig Hoffnung, dass wir das mit 4 Versuchen hinkriegen. Ein Metro-Ticket. Das kannst du dir schieben, mein Freund. Okay, Aktenschränke gibt es nichts Großes. Eine Löschschlauch-Spritzdüse. Wer bei dem Wort Spritzdüse jetzt gelacht hat? Nee. Ja, wenn ihr bei dem Wort Spritzdüse gelacht habt, drückt doch mal auf Gefällt mir. Ein Wasserbrunnen. Oh, warte mal, können wir eigentlich... Ja, oh, gönn dir. Der heilt uns wenigstens ein bisschen. Ein Verhältnis 5 Red nur und dafür 24 TP ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da heilen wir uns hier gerade mal dran. So, und wenn wir wieder strahlenkrank sind, dann schnappen wir uns einfach so ein Red Away und dann passt das auch. So. Aktenschrank. Mit ein bisschen Munition. Die nehme ich natürlich immer gerne. Jetzt... Alter, jetzt ist es hier voll eng gerade. Okay, das ist nichts. Da gibt es nichts. Was haben wir hier? Noch mehr Munition. Ja, wunderbar. Okay, ich muss zwischendurch immer mal auf den anderen Bildschirm gucken, ob da die Aufnahme noch läuft. Ich habe da... immer ein bisschen... Paranoia.
Und auch wenn ich dort unten auf dem Radar einen roten Strich sehe, habe ich Paranoia. Naja. Vor allem, wenn ich irgendwelche Geräusche höre, die ich absolut nicht zuordnen kann. Waren wir hier fertig? Gab es hier noch irgendwas? Schreibtisch. Ein Metro-Ticket. Ja, Wahnsinn. Hammer. Okay. So, dann wollen wir nochmal schauen. Speichern. Was uns hier jetzt gleich erwartet. Welches Getier, welche feindlichen... Ernsthaft? Probier nochmal unseren Holzhammer aus, hm? Hey, Kollege! Komm mal her! Sehr gut. Maulwurfsrattenfleisch nehmen wir natürlich mit. Wir lassen nichts zurück. Oh. Ein Werkzeugkasten mit Altmetall und Sensormodul. Die Sensormodule nehmen wir mit, die bringen ganz gut Cash. Cash with the Flash. What's up with you? Ein unbelehrbarer. 8 Kronkorken, geil. Ich höre hier aber noch irgendwo so eine Drecksratte, so eine elende. Haben wir irgendwas? Reinigungsmittel? Irgendwelche Kackdosen? Ein Totenkopf? Ist ja der absolute Wahnsinn. Ich überlege nur gerade... Ach, da ist noch eine Kiste. Nee, 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 die Kiste. Ich will die Kiste. Ich will die Kiste. Ah, die ist leer. Okay. Nein, ich habe mich gerade nicht vor der Leiche erschrocken. Boah, ist das peinlich, Alter. Haben wir den ausgeräumt eigentlich? Nee, haben wir nicht. Wer hier lacht. Okay. Noch ein Schreibtisch mit noch mehr Munition. Eine Truhe mit 2 Kronkorken. Immerhin. This is better than nothing. Abraxo-Putzmittel. Wahnsinn. Dafür sind wir hier runtergekommen. Wegen dem Abraxo-Putzmittel. Seems legit. Okay, aber irgendein Stuff, den wir nicht brauchen. Ein Pümpel, hey. Ah ja. Hallo. Na? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja! Ah. Ja! Maulwurfratten verprügeln, ja! Okay. Maulwurfsrattenfleisch, her damit und weiter geht's. Speichern. Okay, hier haben wir einen Rasenmäher. Mit einem Rasenmähermesser. Einem Telefon. Und hier haben wir noch so komische Hütchen. Und wir dringen tiefer in diese Anlage hinein, von der ich nicht mal weiß, wo sie uns hinführt. Elektrischer Leiter. Nehmen wir mal mit. Eine kleine Weltkugel, ein Sitz. Hey, da setzen wir uns jetzt hin und verbringen den Rest unseres Lebens. Hier draußen. Wahnsinn. Ach, ein Ghoul. Hey. Ein Modemongul. Die sind ja jetzt nicht so schlimm. Elende Zombiebrut. Elende Zombiebrut. Wie kommen wir da hin? Ach, ist sehr leicht verschlossen. Okay, das kriegen wir gleich auf. Vorher gucken wir mal hier in diese Tür. Hallöchen. Oh, die Tür hier ist hinter uns zu. Sicher ist sicher. Hier können wir uns auf das Bettchen legen. Ja, ein Clipboard ist jetzt nicht so geil. Ein Briefbeschwerer. Ich war in meinem früheren Leben übrigens auch mal Briefbeschwerer. Ist kein Witz. Ich habe mich immer auf Briefe gesetzt. Keine Ahnung. Eine Metallkiste mit einer Kaffeetasse. Boah, jetzt ein Kaffee. Mein Kaffee ist leider leer. Muss ich mir, glaube ich, nach der Folge gleich mal noch einen neuen Kaffee machen. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Geil. Blutpaket, schmutziges Wasser. Was war das? Was war das für ein Schlüssel? Ach, wahrscheinlich für die Tür da vorne, ne? Ja, gut. Ich muss sagen, ich hätte die Tür, glaube ich, lieber gehackt. Ich glaube, wir gucken... Oder nee, warte mal, das bringt ja gar nichts. Wir sind ja gar nicht bei Skyrim. Hier ist ja gar nicht Learning by Doing. Ja, toll. Wieso ist dieser Schlüssel jetzt nicht für den Safe? Verdammt, wir müssen dringend unsere... Wieso rennen die denn immer weg, wenn sie mich sehen? Bin ich so hässlich?
Okay, ich sehe wirklich ein bisschen lächerlich aus mit dem Hut, aber... Nun denn. Wir speichern mal gerade. Ich muss mal gucken, ob wir die mit dem Hammer irgendwie... Ne, das sind, glaube ich, zu viele für den Hammer. Hallo! In die Fresse! Nee, scheiße. Wir laden nochmal. Ich, wollte eigentlich auf die 1 drücken und da die Kampfflinte rausholen, aber die ist ja gar nicht auf der 1. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht die Kampfflinte für die. Wir nehmen die Jagdflinte. Aloha! Scheiße. Peng! Peng! Wir treffen schon den richtigen. Au. Hey! Ruhig dich! So, 4 Kronkorken und 5 Kronkorken und keine Kronkorken und 2 Kronkorken. Und der andere ist da runtergefallen. Zumindest dessen Torso. Oder sind hier noch Reste von ihm über? Ah ja, hier sind noch Reste von ihm über. Was ist das? Mal ein bisschen gucken. Keine Ahnung. Kann ich leider nicht identifizieren, was für ein Körperteil das mal gewesen sein soll. Und falls ihr fragt, die Frage wird auf jeden Fall kommen. Doch, läuft noch. Die Frage wird auf jeden Fall kommen, warum spielst du nicht mit Vets, also mit diesem Ding auf V? Das hat den einfachen Hintergrund, dass mir Fallout deshalb jetzt schon mehrere Male abgeschmiert ist. Sonst läuft es eigentlich ganz flüssig und ohne Abstürze. Aber immer wenn ich das Vets benutze, schmiert es ab. Und deshalb nutze ich das, wenn es nicht unbedingt nötig ist, nicht. Und wenn ich es doch benutze, dann würde ich das ganz gerne vorher abspeichern, falls das Ding wieder abschmiert. Ja. Dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. So, jetzt muss ich gerade aufstoßen, das ist natürlich auch sehr praktisch. Jetzt geht's hier runter, da geht's durch eine Tür. Die mit... Na, die ist durchschnittlich verschlossen, da kommen wir sowieso nicht rein. Tolle Wurst. Wir müssen dringend unsere Dietrich-Fähigkeiten erhöhen. Was haben wir hier noch? 2 Kaffeetassen. Schön. So, wir haben den Torschlüssel des Metro-Sicherheitsbereiches verwendet. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Guck nebenbei mal ganz kurz auf mein iPad. Und sehe, dass wir bei 17 Minuten sind und dass diese Folge noch ein wenig länger dauert. So. Okay. Hallo? Oh, was ist das denn? Eine Schreibmaschine. Kennt einer von euch eigentlich noch Schreibmaschinen? Hattet ihr Schreibmaschinen? Sie sind angeschlagen. Verwenden Sie jetzt... Oh ja. Würde mich mal interessieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich... Ich hatte noch eine Schreibmaschine gehabt. Also ich habe damit jetzt nicht gearbeitet oder sowas. Ich hatte die halt einfach... ich hatte die geschenkt bekommen. Und habe da früher drauf immer noch ein bisschen rumgetippt. Ich muss sagen, richtig geil. Richtig, richtig nice. Okay, pass auf. Wir gehen. Und zwar nach, wie hieß das jetzt gerade? Irgendwas mit Townley Friendship. Irgendwas. Sieht nicht gerade sehr einladend aus hier unten. Möchte ich ohne Kiste. Die natürlich leer ist. Mir fallen immer nur die Kisten auf, die schon leer sind. Shit happens. So, hier muss man immer ein bisschen aufpassen nach wegen Fallen und sowas. Aber die Nuka-Cola nehmen wir natürlich gerne mit. Und was haben wir hier noch Schönes? Ein Hauch von nichts. Metallkiste, Metallkiste. Ein Feuerlöscher. Eine Dampfanzeige. Boah, die bringt natürlich einiges, aber wir lassen sie mal liegen. Ausnahmsweise. Wo gehen wir denn? Alter, das ist unglaublich. Boah. Ich bin hier erschrocken. Elende Drecksbrot. Stirb. Und bei euch so? Alles fit? Boah, mir ist so verdammt warm gerade. Ich müsste eigentlich die Jacke längst ausziehen oder mein Fenster mal aufmachen. Aber wenn ich dann so schreie, dann, ja. Rufen sie wahrscheinlich einen Krankenwagen, die Feuerwehr und die Polizei gleichzeitig. Und dann kommen noch die weißen Männer. Oh, der redet mit seinem Computer und schreit dabei ganz laut. Muss ein YouPorn-User sein. Boah. Oh. Und was sagst du, Harry? Hast du Bock auf eine schnelle Nummer? Hör mal.
Harald! Harald! Dittlinde! Der sieht uns nicht. Glaube ich den Penner gerade nicht getroffen. Ey, ich habe deine Mutter gekillt. Warte, warte, ich lade gerade nach. Würdest du bitte mich nachladen lassen? Dankeschön. Ja, ist ein alter Psycho gewesen. Ein Psycho. Kronkorken. Okay. Zwischenspeichern. Und wehe, da kommt gleich wieder so eine verpisste Red-Kakerlake. Rast dich aus. Oh, ein Lasergewehr. Geile Sache. Mit Mikrofusionszellen und einer weiteren Lederrüstung, die wir aber jetzt einfach mal liegen lassen. Cherry Bomb. Cherry Bomb. Elektrische Leiter, die wir auch... Eigentlich müssten wir die echt mitnehmen. Wie viel Platz haben wir denn noch? Haben wir denn überhaupt noch Platz? Jagdfinde, können wir nicht reparieren? Nein, können wir nicht. Shit. Laserpistole, Lasergewehr. Das Lasergewehr, okay, das macht 10 Schaden. Ja, ist auch nicht so geil irgendwie. Aber immerhin schon mal mehr als 7. Das heißt, wir könnten die Laserpistole eigentlich wegschmeißen. Aber die wiegt eh nur 3. Ist eh scheißegal, die kann man auch behalten. Wir müssen auf jeden Fall, sobald wir dann hier wieder raus sind... Wir nehmen mal 2 elektrische Leiter mit. Kernspaltungsbatterie. Okay, wir nehmen lieber die Kernspaltungsbatterie mit, statt der elektrischen Leiter. Ja. Weg. Oh, warte mal, okay, das hat nur 5 Gewicht. Also insgesamt 15. Vielleicht schmeißen wir eine weg und nehmen lieber so eine Kernspaltungsbatterie mit. Ich glaube, 2 können wir nicht... Ja, natürlich nicht. Eigentlich... Altmetallkamera brauchen wir nicht. Putz, was? Was war das? Was war das? Was? Da lag irgendwas anderes noch zwischen. Ich hab's doch genau gesehen. Gleisnägel, warte. Hier, Lügen wie im Kongress. Irgendein Buch ist das gewesen. Mentats. Nehmen wir mal mit. Eine Dampfanzeige. Was war das für ein Buch, das wir da gerade mitgenommen haben? Leben wie im Kongress. Hallo, ich hab doch da gerade ein Buch mitgenommen. Ich weiß, ich hab das genau gesehen. Mit mir machst du das nicht. Okay. Ach, guck mal, wir können jetzt auch Galaxy News Radio hören. Komm, da hören wir mal rein. Hallo an alle, hier ist Three Dog, euer netter Disc-Jockey aus der Nachbarschaft. Was eine Disc ist? Keine Ahnung. Aber ich rede trotzdem weiter. Und hier kommt meine Wenigkeit mit den Nachrichten. Gute Neuigkeiten, Leute. Unser Kumpel aus Vault 101. Haltet euch fest. Lebt noch. Es gibt also einen Gott. Und jetzt das Neueste vom Wissen Ranger. Der Junge aus Vault 101 wurde drüben in Arafu gesichtet, wo sich in letzter Zeit mehr Banditen scharen als Fliegen auf die Urane. Aber es hat den Anschein, dass, nachdem die 101 kurz selbst in die Tiefen der Maresti-Station hinabgestiegen war, die Angriffe aufhören. Und also, das war so der gute Three Dog. Three Diddle Dog. Oh. Dieses Lied, ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses verdammte Lied. Das ist ja auch bei uns im Endscreen hier. So, wo ist denn... Da haben wir noch eine. So, und da sind aber noch welche. Sind die oben? Was? Wo denn? Das ist einfach so atmosphärisch, das Lied. Einfach Wahnsinn.
Ich liebe dieses Lied. Und ich liebe dieses Spiel. Und da vorne sind Zombies. Jetzt habe ich sie gesehen. Das ist gut. Hallo. Scheiße. Verdammt. Ich bin so fast tot. Das gibt's doch gar nicht. Wir sollten vielleicht etwas nehmen, um nicht zu sterben. Am besten nehmen wir nichts von... Ach, guck mal, hier ist das. Sprache um 1 erhöht. Geil. So, Feuerameisennektar. Nee, den nehmen wir nicht. Blutpakete, die können wir zum Beispiel nicht. Die bringen nämlich... Bei der trinkt er das Blut? Boah, nee. Ist ja ekelhaft. Dann hauen wir uns hier noch ein bisschen Myolog-Fleisch rein. Das ist echt gut. Gefällt mir. Hi. So, jetzt ist aber mal Schluss hier, Freunde. Die Party ist beendet. Das gibt's doch gar nicht. Okay, pass auf. Jetzt ist Schluss. Kann nicht sein, dass mich hier zwei von diesen verschissenen Scheiß-Zombies platt machen. Es reicht, Kollege. So, wenn gar nichts hilft, dann muss eben... Drecksvieh. Au. Okay, die haben uns gleich mehrmals irgendwie verkrüppelt, die alten Penner. So, haben wir mal ein paar Stimpaks genommen. Jetzt müsste auch wieder gehen. Ist natürlich scheiße, dass wir halt das Wetz nicht benutzen können, weil uns dadurch halt echt viel Gesundheit flöten geht. Das ist ziemlich ungeil. Aber gut. Ich bin ja froh, dass Fallout 3 überhaupt läuft und wir das überhaupt zocken können. Will ich mich mal jetzt nicht beschweren. Und ich habe mich, glaube ich, in dieser Folge schon öfter erschreckt, als in den ganzen anderen Folgen zuvor, also. Und das tue ich nur für euch. Aber ich muss diese Folge jetzt auch leider beenden, denn wir sind bei 27 Minuten, wie ich da drüben rechts gesehen habe. Und das ist so die Folgenlänge, wo wir uns einpendeln, oder ich versuche es da einzupendeln, wenn das Spiel natürlich abstürzt. Dann starte ich nicht nochmal eine neue Aufnahme für wegen 7 Minuten oder so. Also, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge und wir hören uns ja eh gleich nochmal im Endscreen an. Tschüss! Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Wir befinden uns in der Farragut West Station, die uns direkt nach Washington DC führt. Und wir befinden uns immer noch auf der Suche nach einem korrekten Weg in Richtung GNR-Gebäude, also Galaxy News Radio, wo uns das Hauptziel hinführt. Und da müssen wir uns durch allerlei Gude und anderes Getier schlagen, bis wir dann endlich mal dort sind. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Und in der nächsten Folge sind wir dann hoffentlich schon mal ein bisschen schlauer, wenn wir dann einen gescheiten Ausgang Richtung Innenstadt finden. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns bis dahin noch widerfahren wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich muss gerade übelst aufstoßen. Ich weiß auch nicht warum. Tut mir leid. Tolle Information, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.